Das Kloster St. Afgin in Art ist das Zentrum der etwa 4000 syrisch-orthodoxen Christen in der Schweiz. Sie werden auch aramäische Christen genannt, da sie die Sprache Jesu sprechen und stolz darauf sind. Hier etwa das aramäische Vaterunser. Wir sind mit dabei in einem Abendgebet. Also wir haben so ein bisschen eine lebendige Kultur, wo alle sollen können teilhaben und auch mitgestalten. Das ist für uns sehr wichtig, Familie steht stark im Zentrum für uns. Der heutige 3. Dezember 2014 ist für die Schweizer Aramäer ein besonderer Tag, denn das Oberhaupt aller aramäischen Christen, seine Heiligkeit Ignatius Afrem II. Karim, ist ähnlich wie ein katholischer Papst auf Rundreise durch Europa. Und darum nun persönlich hier. Und ähnlich wie Papst Franziskus ist er überaus menschennah und herzlich. Die Gläubigen freuen sich riesig, die Frauen jubeln so, wie man es aus dem Nahen Osten kennt. Doch im Alltag des Metropoliten gibt es ungeheuer Trauriges. Er findet in Syrien statt. I live in Damascus, in Old Damascus. And not from our patriarchate, about 2 kilometers, this exchange of fire happening every night. We hear it very loudly, very clearly, and there is fighting going on. And then mortars or bombs fall randomly on the people in the residential areas, mainly the Christian residential areas, not far from where I live. They are thrown by the rebels, of course. Vor allem in den nordöstlichen Landesteilen kommen die Christen durch den Islamischen Staat unter Druck. In den letzten 3,5 Jahren haben 2/3 der Christen das Land verlassen. Doch ein christenfreies Syrien wäre für den Patriarchen eine schreckliche Vorstellung. Christians have a big role to play in Syria even now. They have always had a big role in contributing to the enlightenment of the society, to the spread of education, and I believe there is a role for us to play, especially as religious people, as leaders of the Christian community and the Muslim faith there, to get together to present an image of cooperation, of tolerance, of coexistence. Genau diese Werte werden in Syrien von Tag zu Tag mehr vernichtet. Das Thema Flucht stellt viele Aramäer vor ein tragisches Dilemma. Unsere Wurzeln sind dort. Wir sind für dort schon seit 2000 Jahren. Wir können uns nicht einfach wegpflanzen. We usually tell them don't leave. But then we know they will ask us. Next question will be, can you guarantee our security? And we tell them, no, we cannot. But we should not leave our homeland. This is our country that we have been here for thousands of years. And it's not right to leave. But then we also tell them, leaving... Migrating is your personal and family decision. Ein Beispiel dafür, wie schwer so eine Entscheidung ist, illustriert Mariam Neumanns Bericht. Wir haben noch einen Onkel und noch Cousins dort unten. Und die haben Hunger, die haben kalt, sie haben keine Kirche mehr. Wie kann man aus der reichen Schweiz eine Brücke zu ihnen bauen? Die Kirchgemeinde sammelt, organisiert Hilfsaktionen, schickte erst im November 20 Tonnen Hilfsgüter nach Syrien. Einfach Verwandten Pakete schicken, ist hingegen völlig chancenlos. Ja, überhaupt telefonieren klappt oft wochenlang nicht. Frau Neumann schaffte es, der Familie ihrer Tante in der Schweiz etwas Boden unter den Füßen zu geben. Die sind zum Teil sehr abgehungert. Die haben wirklich, also Knochen zum Teil gesehen. Und da haben wir sehr fest gelitten. Ich habe selber auch 4 Kinder. Und die haben auch recht gelitten, was sie da alles gesehen haben. Die haben gesagt, ja, dass Tante sehr oft gespart hat beim Essen, weil sie das Geld zusammengesammelt hat für die Flucht. Sie sind dann auf die Türkei und auf die Türkei kommen ist auch noch ein recht schwerer Weg. An der Grenze kommst du fast nicht durch. Und die einen sind noch angeschossen worden. Jetzt haben wir Familie Velocholo im November. Die sind auf Türkei und haben zurück müssen, weil man sie entdeckt hat. Besonders wichtig ist das Kloster als Anlaufpunkt für solche, die es bis in die Schweiz geschafft haben, doch dort niemand kennen. Sie erzählen auch von ihren Erlebnissen. Sie machen auch ihre, einfach, dass man auch jemand bei ihnen ist. Ja, dass jemand auch für sie betet. Wir tun einander ein bisschen unterstützen, auch in der Kirche. Wir beten sehr viel für
die Leute in Syrien und in Irak. Wir denken auch an die Leute, die in Irak sind, auch wenn sie nicht unsere Verwandten sind. Auch die brauchen Hilfe.